die dritte Runde ist vorbei. Ich habe die Runde gewonnen. Tore wurde Zweiter in einem knappen Endspiel. Damit haben Tore und ich die meisten Tore geschossen. 4 Stück beide. Tore wurde bester Torwart. Und damit gehen wir zur Endstatistik von allen Runden zusammen. Wer hat gewonnen? In der Gesamtstatistik von allen drei Spielen habe ich am meisten Punkte geholt. 4 Punkte und ich wurde besser Torschütze. Gleich mit Tore, der genauso viel Tore geschossen hat. Tore wurde nebenbei noch bester Torwart. Glückwunsch. Tore 1 Punkt weniger, nur 3 Punkte, da er gegen mich im direkten Duell verloren hat. Wir haben beide gegen Ruben gewonnen. Trotzdem Glückwunsch, da er hat sich beim ersten Match verletzt und er hat weitergespielt. Glückwunsch trotzdem deswegen. Und Ruben, der kein Fußball im Verein spielt, Teilnahme zählt, ist alles. Glückwunsch, freut uns, dass du mitgemacht hast, obwohl du kein Fußball spielst. Du wurdest Letzter, aber du wurdest zweimal Zweiter bei 2 Teilnahmen, die Gegner spielen. Das ist zwar nicht schwer, aber trotzdem. Teilnahme zählt. Glückwunsch an Ruben, der nichts Besonderes erreicht hat. Außer die Teilnahme.